Der Erbfeind Frankreichs, das war nicht Deutschland, sondern England. Doch ab dem 19. Jahrhundert, nach dem Zusammenschluss der deutschen Einzelstaaten, wurde aus Deutschland eine europäische Großmacht mit einer gemeinsamen Grenze zu Frankreich. Deutschland wollte damals sein Staatsgebiet vergrößern, was Frankreich natürlich nicht zulassen wollte. Es war ein relativ kurzer Zeitraum, von 1865, 1870 bis 1945, in dem Deutschland und Frankreich gegeneinander Kriege führten. In der Historie, ob im Mittelalter oder in der Renaissance, gab es keine deutsch-französischen Kriege. Es gab natürlich lokale Konflikte, Erbstreitigkeiten oder Ähnliches. Aber außer in dem genannten Zeitraum gab es keine Feindschaft oder gar Hass zwischen Franzosen und Deutschen. Und dieser Zeitraum war nur kurz. Ich habe den Beginn des Ersten Weltkrieges als Kind miterlebt. Wir erlebten den Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich und die Niederlage unserer Armee. Das war eine schreckliche Erfahrung für uns, für mich persönlich. Ich war damals 13 Jahre alt und musste miterleben, wie unsere Armee aufgerieben wurde und besiegt. Eine schreckliche Erinnerung. Dann kam die deutsche Besatzung, deren baldiges Ende damals natürlich jeder herbeisehnte. Ich stimme dem weitgehend zu, was mein Freund Jessica eben gesagt hat. Ich bin ein bisschen älter. Ich habe den ganzen Krieg miterlebt. Ich war vorher schon Soldat geworden, weil wir in Deutschland eine Wehrpflichtgesetz hatten.